Hallo, willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute Thunderhawk weiter. Spiel ist schon geladen. Wir gehen also direkt ins Briefing. Gucken wir mal, was die Mission heute ist. Die letzte war ja eher so eine Begleitmission, das war ja ein bisschen kurzweiliger. Wenn wir sie erledigen wollen, müssen wir ihren Flugplatz ausheben. Er bietet ihnen einen Fluchtweg, den wir abschneiden müssen. Okay. Früher wurden die in den westlich gelegenen Labors produzierten Drogen den Fluss hinaus geschifft und dann ausgeflogen. Die Videos finde ich immer cool. Die Aufnahmen wurden vor einiger Zeit gemacht, sollten Ihnen aber einen Eindruck von der Örtlichkeit vermitteln. Beachten Sie die Lagerhäuser, die auch zerstört werden müssen. Okay. Das Areal ist schwer befestigt und wenn Sie auch keine Jäger haben, so gibt es ziemlich viele Hind-Arme. In der Geschwindigkeit sind sie ebenbürtig, aber sie können sie auskurven. Das ist ihr Vorteil. Dieses Foto entstand vor 24 Stunden. Unser Gegner ist erheblich besser ausgestattet, als wir zuerst vermuteten. Das beweist, dass sie zumindest einen Hukum besitzen. Diese Dinger machen leicht 220 Meilen pro Stunde und können auf einer Briefmarke wenden. Das ist ein kleiner Wendekreis. Wir werden also noch vorsichtiger sein müssen. Wenn die solche Ausrüstung haben, können sie auch sicher damit umgehen. Das glaube ich allerdings auch. Also machen Sie sich auf den Weg und geben Sie Ihr Bestes. Jawohl. Sorgen Sie dafür, dass Pulaski, Mitchell und alle anderen nicht umsonst gestorben sind. Alles klar. So. Genau, einmal wieder automatische Ausstattung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir wieder im Hellen starten. Ich glaube schon. Ja, im Hellen. So, Schadensmodus umschalten, spielen der Kameramodus. Ich habe mir hier nochmal die Anleitung hingelegt bezüglich der Tastaturbelegung. Let's see. Genau, kann man hier auch nämlich rechts. Ah ja, dann hat man hier den Bombing Mode. Cool. Das beides wieder an. War klar. Die lassen wieder nicht lange auf sich warten, aber es ist vorbeigegangen. So, ich glaube. Ne, die sind es nicht. Die. Vorbeigegangen. Die hat getroffen. Die hat nicht getroffen. Okay, also man merkt, dass so langsam der Schwierigkeitsgrad anzieht. Dann gucken wir mal.
kann viel ab. Der konnte viel ab, sehr gut. Oh, die ist vorbeigegangen, super. Das war's. So, anfliegende Banditen entdeckt. Ist das noch der Fall? Kommen noch mehr? Ja, links kommen noch mehr. Wegdrehen. Ach, die ist zum Glück vorbeigegangen. Noch eine. Die ist leider eingeschlagen. Oh Mann. Da ist er. Das ist, wenn die immer ein Stück höher fliegen. So, ganz langsam ein Stück wieder hoch. Und jetzt im rechten Bild kann man genau das sehen, was praktisch unter meinem Helikopter ist. Und jetzt sollte ich eigentlich gleich über den Fluss fliegen. Und da sollten wir ja den Bereich abschneiden. Schon drüber geflogen. Ach, siehst du, da ist auch noch eine. Ach, die muss ich auch noch zerstören. Okay, dann fliege ich erstmal ein bisschen, mache erstmal einen größeren Bogen. Die haben wir zerstört. Gibt es hier noch Objekte, die ich so zerstören müsste? Da ist noch einer. Vorbei. Ich bin zu nah dran gewesen. Dann schafft es die Rakete da nicht mehr hinzulenken. Genau, bei diesen dreien war das, glaube ich, hier, ne? Genau. Da. Ja. So. Und da hinten. Das haben wir. Ich glaube, jetzt fehlt nur noch die Bombardierung der Start- und Landebahn.
Sprechhacken. Müsste ich vielleicht mal langsamer? Auf jeden Fall erstmal langsamer. Genau. Genau, Blaufalke hat Primärziele zerstört, siehst du. Genau, das hat noch gefehlt. Dann kann es jetzt wieder Richtung Heimat gehen. Lieber gleich mal in den Bewaffnungsmodus, so. Dass nicht auf den letzten Metern noch irgendwas schief geht. Kommt noch ein Hind. Nein, kommt nicht mehr. Super. Das freut mich. Der sollte jetzt auch begeistert sein. Gut gemacht. Die Landebahn wird für lange Zeit unbenutzbar sein. Wenn wir unseren Erfolg noch weiter ausbauen können, werden unsere Gastgeber ihr Vertrauen wiedergewinnen. Ich erwarte Sie um 2.15 Uhr im Besprechungsraum. Sie sollen Ihr Zerstörungswerk noch fortsetzen. Okay. So, das wäre es erstmal wieder von hier. Wir haben Fortschritte gemacht. Wir haben jetzt Bomben geworfen. Das haben wir in den letzten Missionen nicht getan. Man merkt halt, dass es peu à peu immer schwieriger und anspruchsvoller wird. Das ist gut so. Ich freue mich drauf auf weitere Folgen. Ich hoffe, ihr euch auch. Und wir sehen uns in den nächsten Folgen. Bis dahin. Tschüss, tschüss.